Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video How to Translate Anyway in German. Und das ist das Niveau B1 bzw. B2 Teil 1. Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Anyway benutzt man so oft auf Englisch. Auf Deutsch ist es aber ziemlich schwer zu übersetzen. Let's try it anyway. Versuchen wir es trotzdem. Und hier haben wir schon die erste Übersetzung. Wir benutzen anyway in der Bedeutung von trotzdem. Das heißt für dich, wenn du anyway übersetzen möchtest, musst du immer überlegen, welche Bedeutung hat es denn jetzt im Englischen? Und anyway benutzt man im Englischen zum Beispiel in der Bedeutung despite something, although. Mit ein paar Beispielen wird das ganz einfach. Das Wetter ist schrecklich, aber sie haben beschlossen, trotzdem zu fahren. Also hier im Englischen wäre das anyway. Ich fahre mit dem Mountainbike über die Alpen. Meine Oma will das nicht, dass ich das tue. Ich werde es aber trotzdem tun. Ja, I'm going to do it anyway. Und hier könnte man auf Englisch jetzt eben immer auch mit despite oder mit although übersetzen. Sie hat einen großen Fehler gemacht und mich sehr verletzt. Ja, der Mann hier denkt an seine Frau oder Freundin. Doch ich liebe sie trotzdem. So, kommen wir zur zweiten Kategorie. Ich denke, die erste Kategorie mit trotzdem war ziemlich einfach. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Und zwar, wir werfen anyway in die Konversation ein und viele Ausdrücke sind sehr standardisiert. Solche Sätze kannst du oder solltest du auch ein bisschen auswendig lernen. Schauen wir es an. Überhaupt ist jetzt hier unsere erste Übersetzung oder unsere erste Möglichkeit. So, der Papa sagt, es ist super kalt. Warum bist du draußen? Was machst du überhaupt draußen? Überhaupt. Die Mutter schimpft, warum bist du so schmutzig? Und überhaupt, warum kommst du so spät? Also auch hier. Anyway, er hier ist Telefon, der Chef oder die Chefin schimpft und er denkt sich, was ist überhaupt das Problem? Ist doch gar nichts passiert. So, überhaupt hier hat also überall einen leicht negativen Touch. Ja, also es waren jetzt immer negative Beispiele. Jetzt gibt es auch das Wort, das ist unsere zweite Möglichkeit. Eigentlich. So, die Mutter kommt nach Hause. Hier werden Selfies gemacht und sie sagt, was geht hier eigentlich ab? Hier könnte sie auch sehr gut sagen, was geht hier überhaupt ab? Aber dann wäre sie nochmal ziemlich viel wütender, ja, wenn sie sagen würde, was geht hier überhaupt ab? Was ist hier überhaupt los? Mit eigentlich ist sie noch relativ freundlich, relativ relaxed. Eigentlich, wie spät ist es eigentlich? Das ist jetzt so dieses typische Konversationspartikel, den man so einwirft. Er möchte ins Bett und sagt das nicht so direkt. Und stattdessen sagt er, wie spät ist es eigentlich? Und dann müssen die anderen sagen, oh, hups, schon so spät. Ja, komm, lass uns gehen. Jetzt, die beiden unterhalten sich über ihr Leben und er sagt, warum startest du eigentlich nicht einfach mit deiner Weltreise? Das ist doch seit Jahren dein Traum. Also hier eigentlich. Eigentlich haben wir gesehen, es ist also eher neutral im Gegensatz zu überhaupt. Jetzt gibt es noch weitere Wörter, wie zum Beispiel wie auch immer, jedenfalls oder egal. Damit kann ich einen Satz starten. Nach einer Pause, im Englischen würde ich auch eine Pause machen. Ich würde sagen, anyway, it's my problem. Wie auch immer, das ist mein Problem. Jedenfalls ist das mein Problem. Egal, das ist mein Problem. Also ganz wichtig, nach jedenfalls kommt das Verb,
ist das mein Problem? So, diese, wann man die Wörter benutzt, das hängt sehr auch vom Alter ab, von der Region, wo du wohnst. Egal, ist sehr umgangssprachlich. Egal, das ist mein Problem. Das ist mehr so, never mind. So, und diese drei, wie auch immer, jedenfalls, egal, benutzen wir immer, wenn es eine kurze Gesprächspause gibt. Schauen wir uns noch ein Beispiel für jedenfalls an. Zwei Arbeitskollegen unterhalten sich. Wir haben Stunden über das Problem nachgedacht. Es war eine echte Katastrophe. Naja, jedenfalls habt ihr ja am Ende eine gute Lösung gefunden. Wenn du dich jetzt an das erste Beispiel erinnerst, anyway in der Bedeutung von trotzdem, dann siehst du, dass wir hier auch mit trotzdem übersetzen könnten. Ja, ihr habt ja am Ende trotzdem eine gute Lösung gefunden. Also jedenfalls hat hier auch die Bedeutung von trotzdem. Aber nicht immer. Schauen wir noch weitere Beispiele für jedenfalls an. Im Moment gibt es bei uns in der Firma so viele Änderungen. Jeder Tag bringt etwas Neues. Es ist so nervig. Jedenfalls weißt du ja, was die Firmenleitung plant. Anyway, aber auch in any case, also jedenfalls ganz wörtlich übersetzt, wäre auf Englisch in any case. Noch ein Beispiel. Haben viele Leute ihre Weihnachtsgeschenke umgetauscht? Nein, bis jetzt jedenfalls nicht. So, das war das erste Video. Es gibt sicher noch 100 mehr Beispiele zu jedenfalls eigentlich überhaupt und trotzdem. Mit der Zeit musst du da auch ein Sprachgefühl entwickeln. Jedenfalls hast du jetzt schon viel gelernt, oder? Und wenn du dieses Sprachgefühl entwickeln willst, gebe ich dir hier einen Tipp. Auf meiner Internetseite /ebooks gibt es ganz, ganz viele Krimis oder lustige Geschichten voller Magie, die du lesen kannst. Der Link ist in der Videobeschreibung. Du kannst die alle auf Amazon für ganz wenig Geld kaufen. Und wenn du viel liest und viel hörst, dann entwickelst du viel schneller ein Sprachgefühl. Und wenn du zu meinen tollen Patreons gehörst, da gibt es immer regelmäßig diese E-Books kostenlos und eben auch ganz viel Übungen, zum Beispiel auch für dieses Video. Ja, das war das erste Video zu Anyway. Und wie gesagt, wenn du Übungen willst, guck doch auf Patreon vorbei. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine wunderbaren Patreons. Ihr seid wahnsinnig wichtig für mich, einfach als zusätzliche Unterstützung. Die Videos sind ja kostenlos, aber mit nur $1-3 im Monat kann jeder von euch für mich wirklich einen Unterschied machen. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Und hier, nicht vergessen, kannst du mich abonnieren. Du kannst meine Webseite anschauen und hier E-Books, die E-Books anschauen. Und am allerwichtigsten aber, lern weiter. Bis bald. Tschüss. How to